Unter seinen Fingernägeln ist immer ein bisschen Schmutz, wenn er zurückkommt. Er ist kein manikürter Prinz. Er ist ein schmutziger Prinz. In dem Sinne, dass Schmutz und Erde ein Teil seines physischen und seelischen Daseins sind. The Prince of Wales hatte eine Vision. Er wollte auf biologische Landwirtschaft umstellen. Als ich also vor 24 Jahren hierher kam, fragte man mich im Vorstellungsgespräch, ob ich bereit wäre, biologisch nachhaltige Landwirtschaft zu versuchen. Ich wusste nicht wirklich, was das bedeutete, aber ich sagte natürlich ja. Es war schließlich ein Vorstellungsgespräch, da sagt man immer ja. David ist ein bemerkenswerter Mensch. Ich habe großes Glück, jemanden zu haben, der so mitfühlend ist. Und an das glaubt, was ich erreichen will. So können wir nicht weitermachen. Nehmen, aber nichts zurückgeben. Einen gesunden Boden zu schaffen, ist das A und O. Wir müssen einsehen, dass wir selbst auch ein Teil der Natur sind und nicht getrennt von ihr existieren. Doch viele sind genau in diesem Glauben aufgewachsen. Ich bin sehr froh, dass ich hier gelandet bin und ein Landwirtschaftssystem ausprobieren kann, das ganz anders ist, als ich es vorher kannte. I'm lucky having a home farm. Ich habe großes Glück, diese Home Farm zu besitzen. Ich kann etwas veranschaulichen und auch experimentieren. Und hoffentlich weckt das auch Interesse bei anderen.